erzählt euch eine Geschichte über eine Frau mit einer fesselnden Stimme. Man sagt, sie sei kein Mensch, ein unbekanntes Wesen. Man nennt sie die Erzählerin und du hörst ihr zu bis ans Ende deines Lebens. Es begann vor der Jahren, da hat es angefangen. Die Erzählerin hat so geschlagen mit der Klang ihrer Stimme, die zieht dich gefangen und du kannst da nichts mehr machen. Sie erzählt dir spannende Sachen, so spannend, dass du noch mehr hören willst. Tagelang hörst du nur ihr zu, bis du jämmerlich an Hunger stirbst. Bitte, bitte, erzähl mir mehr. Bitte, bitte, erzähl mir mehr. Ich hör dir zu, trotz all den Schmerz. Hört sie nur den Kuss, das Schmerz ist jeder, der stellt ihre Stimme. Hören sie mal nur an die Geschichte zu töten. Halt die Ohren zu und renn, aber es gibt kein Entkommen. Sie ist sowieso schon längst ein Teil von dir geworden. Bekannt als die Erzählerin mit viel Charisma. Man sagt, sie hat einen Namen, und zwar Kathi Winter. Bekannt als die Erzählerin mit viel Charisma. Man sagt, sie hat einen Namen, und zwar Kathi Winter. Es gibt noch eine andere Seite von ihr. Man sagt, sie sei ganz, ganz lieb. Sie hat niemals die Absicht, uns alle zu töten. Es tut ihr sehr leid, dass sie uns hypnotisiert mit ihrer Stimme. Sie kann wirklich nichts groß dafür. Ohne böse Absicht macht sie weiter, denn ihre Stimme verführt. Bitte, bitte, erzähl mir mehr. Bitte, bitte, erzähl mir mehr. Ich hör dir zu, trotz all den Schmerz. Hört sie nur den Kuss, das Schmerz ist jeder, bestell ihre Stimme. Hören sie mal nur an die Geschichte zu töten. Halt die Ohren zu und renn, aber es gibt kein Entkommen. Sie ist sowieso schon längst ein Teil von dir geworden. Bekannt als die Erzählerin mit viel Charisma. Man sagt, sie hat einen Namen, und zwar Kathi Winter. Bekannt als die Erzählerin mit viel Charisma. Man sagt, sie hat einen Namen, und zwar Kathi Winter. Thank you.
trotz all den Schmerz. Als die